So langsam wird es, glaube ich, Zeit, dass ihr die echten Milli Vanilli kennenlernt, ja? Dieser junge Mann hier. Sein Name ist Brett. Brett Howell. Er ist nicht nur ein fabelhafter Sänger. Er spielt auch Keyboard, ist super an den Drums. Ein echter Superstar. Hier im Studio. Aber er hat Asthma. Und er isst wahnsinnig gern Kuchen. Und dann haben wir noch John Davis. Vorher hatten wir einen anderen Rapper, Charles, aber er hat mich dann verklagt und das ist kompliziert. John ist nicht nur ein Rapper, er ist einer der besten Musiker, die mir je begegnet sind. I'll be there for you. Und die Rocco Sisters. Jody und Linda. Absolute Profis und sowas von liebenswert. Wenn sie mich nicht gerade verklagen, das haben sie dann später leider auch getan. Ja. Ihre Stimmen, die waren elementar für unseren Sound. Ich habe übrigens auch gesungen in unseren Songs. Ich habe in allen von mir produzierten Songs gesungen. Und vergessen wir nicht die Band. Harry, Bimi, Helmut, Peter, Mo. Aber ganz ehrlich, hättet ihr unsere T-Shirts gekauft, unsere Namen gebrüllt, unsere geilen Moves gefeiert, wären wir im Ernst Material für MTV gewesen. Ha? Fragt euch das mal. Die ganze Welt redet von den beiden. Die beiden sind nicht zu stoppen. Internationalen Phänomen. Sie verkaufen Millionen von Platten. Sind das ihre echten Haare? Hier sind Milli Vanilli. Tänzer, die nicht mal singen können. Die Playback-Betrüger. Wir waren mal die größten Stars auf diesem Planeten. Und wisst ihr warum? Weil ihr uns geliebt habt. Die denken sich, wer zur Hölle ist Milli Vanilli? Also Rob und Fab, klingt wie eine Band. Yeah. Hier hast du die ganzen Stars. Fällt dir was auf? Es sind die Haare, Mann. Ich bin nicht auf der Suche nach Tänzern und auch nicht nach Sängern. Was ich suche, sind Stars. Und wann gehen wir ins Studio? Wann singen wir? Vergesst das doch mal mit dem Singen. Ihr seid die Frontmänner. Genau darum geht es in dieser Branche. Illusionen. Weil die Leute, die hören mit den Augen. Ihr habt das Zeug dazu, die Staaten zu erobern. Nein, wir sind im Fernsehen und im Radio und das gleichzeitig. Die Welt ist verrückt nach Milli Vanilli. Milli Vanilli, Milli Vanilli. Alle sind Playback. Aber es sind ihre eigenen Stimmen. Das ist ein Unterschied. Glaubst du, was wir machen kann jeder? Wir haben uns das alles verdient, Fett. Die neue Nummer 1 in Amerika. Aber die sind echt gut. Die haben unseren Song geklaut. Hey, langsam. Was habt ihr hier in der Gegend verloren? Ich bin der Produzent. Geht das in eure Schädel rein? Du kennst doch die Gerüchte. Die ganze Nummer ist fake. Vielleicht gehen wir an die Öffentlichkeit, geben alles zu. Wer mit der Branche nichts zu tun hat, wird das niemals verstehen. Wir lügen unsere Freunde an, unsere Familie. Die Musik war fantastisch. Die Videos, die Shows waren großartig. Die Fans waren glücklich. Ob die selbst gesungen haben oder nicht, ist egal. Ich liebe Milli Vanilli. Also wo ist das Problem? Wir sind Brüder. Für immer. Milli Vanilli? Bist du sicher mit dem Namen? Klingt total dämlich. Das ist der geilste Name!